Die kleinen Supercars von Enki Overdrive haben Gesellschaft bekommen. Ab sofort bewegen sich auch noch die Supertrucks auf den Rennstrecken herum. Hallo, ich bin Jan von Curved und heute durfte ich mal wieder ein bisschen rumspielen. Wir haben die neuen einen der neuen Supertrucks von Enki Overdrive bekommen und der hat sich gleich hier gut eingefunden auf unserer Rennstrecke zusammen mit den Supercars. Und ja, man denkt sich jetzt, ein LKW und Autos auf einer Rennstrecke, das kann nicht gut gehen. Aber ich musste feststellen, das passt sehr gut. Die LKWs beschleunigen zwar nicht so schnell, erreichen aber die gleiche Endgeschwindigkeit wie die kleinen Autos. Und vor allem haben sie dann einen Rage-Modus, der ihnen im Rennen große Vorteile bringt. Der lädt sich langsam auf und sobald der Ladebalken voll ist, kann man ihn aktivieren, den Rage-Modus. Und der bewirkt, dass der Supertruck eine höhere Geschwindigkeit erreicht als die Supercars. Und nebenbei noch alle Supercars von der Strecke rammt, schießt, wie auch immer. Das Spiel kriegt dadurch ganz neue Elemente, ganz neue Rennsituationen werden dadurch geschaffen. Und es sind wirklich nicht nur neue Fahrzeuge, neuen Design, wie man sich jetzt hier neue Supercars kaufen würde, sondern schafft wirklich ganz neue Situationen. Und natürlich als LKW, als Truck, hat er auch stärkere Waffen an Bord als die Supercars. Und bringt auch, also man kann ja während des Rennverlaufs oder während des Spiels Punkte sammeln, in die Werkstatt gehen, seine Wagen aufrüsten. Das geht natürlich auch mit den Supertrucks. Und da gibt es dann natürlich auch noch eigene Waffen für die. Was leider nicht mehr geht, ihr könnt keine Sprungschanzen mehr bauen. Das schaffen die Supercars zwar, aber der Supertruck, der schafft es nicht, über so eine Sprungschanze zu hüpfen. Der würde einfach runterplumpsen, runterfallen. Da ist man dann im Streckenbau etwas limitierter, hat dafür aber oder bekommt dafür einen neuen Spielmodus. Der nennt sich Takeover und ändert so ein bisschen an Mad Max. Also der LKW fährt los, führerlos, beziehungsweise wird von der KI gesteuert. Jeder Spieler fährt ein Supercar, das brauchen mindestens zwei oder drei Mitspieler. Und wer es dann schafft, sozusagen die Verteidigungssysteme des Supertrucks außer Gefecht zu setzen, der landet in seinem Führerhaus. Das eigene Auto fährt alleine weiter und man steuert dann den Truck auf der Strecke und muss natürlich versuchen, seine Mitspieler von der Strecke zu schießen, Punkte sammeln und dadurch das Rennen zu gewinnen. Und hat einfach nochmal wieder nach einem knappen Jahr, glaube ich, wenn ich mich täusche, eine Auffrischung, die über Software, neue Level, neue Waffen hinausgeht, sodass Enki Overdrive einfach nochmal wieder einen neuen Drive bekommt und man wieder mehr Interesse, mehr Lust hat zu spielen und zu zocken, die alte Rennbahn wieder rauszuholen und das Ganze zu starten und zu schicken. Die Trucks gibt es ab sofort, ab heute, ab dem 3. Oktober für 70 Euro, sind damit 10 Euro teurer als die Supercars. Und neben dem X52 gibt es noch ein anderes Modell, der ist grün und ich habe seinen genauen Namen gerade vergessen. Ja, wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann abonniert unseren YouTube-Channel. Wenn ihr Fragen zu Enki Overdrive habt, ab in die Kommentare damit. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es natürlich. Bis bald, macht's gut, tschüss. Schön, dass mein Auto einfach... Boah, Jan! Nein! Oh Mann!